Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Natürlich wieder mit Kamerad Kiryu. Hurra! Und wir fahren heute Stalins Kühlschrank aus. KV2 CIS-6. Ja, ein stinknormaler KV2 mit einer 107mm Kanone, die eigentlich alles devastiert, was sie trifft. Aber schauen wir mal, wie es läuft. Wir haben leider ein volles Abtier erwischt. Ja, immerhin haben wir die Kanone dafür. Wenn der Turm ein bisschen niedriger wäre, fände ich den Panzer richtig sexy. So KV-220 mäßig. Nee. Ja, ja, doch, doch. Nee, doch, nee, ach doch. Ich muss mir gerade erstmal ins Gedächtnis führen, wie der aussieht. Den sieht man so selten. Au! Du Drecksack! Der hat mich nicht gepennt. Doch, der hat mich gepennt. Aber da ist nichts Wertvolles hinter gewesen. Ja, kommunistischer Kühlschrank halt, ne? Nix drin. Du hast echt die Nerven weg. Du fährst hier einfach seelenruhig übers offene Gelände. Ja. Ich bin in diesem Spiel schon genug Russen gefahren. Das ist einfach das Beste. Ne? Captain? Oder willst du weiter? Sicher für gewöhnlich erst mal hier vorne noch ab. Dann sicher du ab und ich geh schon mal Captain. Ja. Normalerweise ist es halt auch nicht nötig, hier ewig. Doch jetzt langsam wird es nötig zu cappen, jetzt wo sie sich erholen. Ich frag mich gerade, wo alle sind. Ich auch, normalerweise sind hier zumindest so ein bisschen Gegner. Nicht viel, aber immerhin so ein 2-3 Stück. Oh, ich glaube, ich krieg gleich eine hinten rein. Die sind bei. Ja, okay. Ich glaube, bei 10 müssen wir uns keine Sorgen machen. Von A drüben kommt was. Noch so eine Hellcat. Hab einer, da ist noch einer daneben. Ich hab nicht getroffen. Oh. Irgendwie die Panzerung funktioniert dann doch. Ja, ist ja trollig. Ich meine, nach meinem Empfinden sind Russen heute ja sowieso sehr gut gepanzert. Ich hole mir diese Helm. Nevermind. Ist auch eine der befriedigendsten Kanonen im ganzen Spiel. Ich habe gerade nur den Ladeschützen von der Hellcat erwischt. Hm. Ja, das passiert auch manchmal. Wahrscheinlich so reingetroffen, dass es nicht gezündet hat. Ja, einmal durch den Turm durch. So ein Mensch triggert doch keine HE-Granate. Okay, jetzt wird's makaber. Das bisschen Knochen, naja. Da war eben noch irgendein PD. Jo, ich köpp dann mal. Ne? Also, das ist ein Heavy und ich habe schon so viele Flanken mit dem jetzt gewechselt. Ist gar nicht so immobil, wie er aussieht. Ja gut, der KV-1 ist ja auch nicht immobil. Die Wanne mag ich eigentlich sehr gerne. Ja. Ich sag mal, der ist jetzt noch nicht Medium-Niveau, aber für ein Heavy ist das schon gar nicht schlecht. Es ist kein IS, aber es ist halt ein KV, ne? Ja. Boah, jetzt krieg ich Gänsehaut. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, das heißt bei uns in der Firma Kundenvorgang. Ja.
Die sind aber nicht so schwer gepanzert. Meistens nicht. Ja, nervlich vielleicht schon manchmal, aber... Ich sag mal, guck mal, wenn jetzt hinfahren würdest und würdest zu schlagen, wären sie wahrscheinlich nicht so hart. Au, rechts, 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 rechts. Hackett, direkt neben mir. Ja, okay. Kannst du drauf zielen? Turm dreht sich leider nicht schnell genug und ich habe hier gerade einen Pfosten im Weg. Also, jetzt gleich wäre schön. Ah, Anti-Flashen hat gefehlt. Okay. Ja, okay, okay. Der hat gut gespielt. Ja, Alex, ich nehme auf. Wieder eine Nachricht bekommen. Ach du Mist, Kellers Gutscheine. Ja, diesen einen. Ja, ich komme mit dem nächstbesten. Das nächstbeste wäre in meinen Augen die ASO 57. Ach, tut gut, wieder Panzer zu fahren. Nach dem Film rumgeschipper, ja. Ja, ja. Liebe Leute, wir haben ewig und 3 Tage so ziemlich wortwörtlich nur Schiffe gespielt. Ja. Wollte ich doch ein A6, ein M6 zum Spawn durchschleichen. Der hätte Probleme machen können. Durchaus. Du wirst halt häufig auch unterschätzt. Ja, die meisten sehen nur diesen Kühlschrankturm und denken, ha, du lädst ewig nach, ich umfahr dich jetzt. Nee, man hat halt auf demselben Battle-Rating auch genauso gut den Jumbo, ne? Warum sollte man dann in M6 spielen? Das wäre noch lustiger, hättest du die Hundgroße Kanone gehabt, aber so sah es auch gut aus. Das Schöne an dem ist halt, die Kanone ist mega stark und er braucht nicht so ewig lange zum Nachladen. Aua, hinter mir. Schon wieder diese Hellcat. Kriegst du den? Vermutlich. Ja, Fahrerichtspitze, Kraftstofftank sind zumindest erstmal weg. Ich komme jetzt mit Flieger. Wenn der noch lebt, wenn ich da bin, schredder ich ihn. Ja, bitte, seine Crew ist gerade wieder belebt. Ich komm. Ja. Der Typ, ey. Er ist auch ein Level 100er. Man merkt's irgendwie. Schade, jetzt wurde er schon gekillt. Wunderschön.
Ah, da haben wir noch einen. Ah, es kommt ein Flugzeug auf dich zu. Okay, ich glaube, da ist ein Jumbo hinter der Fabrik. Wo ist der Flieger? Ach, der, der so schnell gerade ist. Ja, ich habe nur den einen gesehen, so also wird nur der eine sein. Kam gerade aus ziemlich großer Höhe. Ja, der hat auch ziemlich viel Energie. Keine Ahnung, wo der hin will. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Shit. Verbündete Truppen haben mein Gebiet eingenommen. 37er AP ist dann doch nicht so gut. Nee. Gut kräftig, aber. Ja, gegen Panzer ist das gut, aber gegen Flieger macht's nicht genug Bumm. Fliegt halt einfach durch. Ja. No. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Wer durch hier kann die Bäume nehmen? Boah, aber das sieht doch sehr dominiert aus, würde ich sagen. Durchaus. Ist auf jeden Fall ansehnlich. Eieieiei, wer schießt denn da auf mich? Du findest wieder Freunde und ich guck hier hinten rum. Mensch. Was zum Geil ist das? Wo ist es hin? Flugplatz Flak hat die eigene 109 abgeschossen und ich krieg nicht mal eine Abschusshilfe. Läuft. Naja gut, das ist gleich vorbei. Das ist jetzt noch Erbsengezähle. Korrekt. Oh, kriegst du gerade auf den Deckel? Ja, tatsächlich so ein bisschen. Von? Nein! Nimm, komm mit. Er steht da hinten hier am Spawn bei denen einfach die Karte ein bisschen runter. Einfach hinter so einem Holz. Er versucht gar nicht mehr irgendwie einen Cap zu holen oder so. Ja, sein Turm ist genau so hoch, dass ich ihn reinschießen kann. Dreck. Komm schon. Da kam die Tool 2. Das wird wehtun. Hab ich auch nochmal? Das lief doch ganz gut.
Ja, ich habe jetzt direkt mal über die Hälfte der Su-57B erforscht. Oh, ich habe jetzt den 44 an 100 frei. Endlich mal. Ja, ist lustig. Ja, den zeige ich euch auch demnächst, aber heute wird es mal leider ein bisschen kürzer. Ich muss ein bisschen Aufnahmemarathon starten, weil ich demnächst Prüfung habe. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.